Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar wurde ich jetzt schon öfters gefragt, wie meine neue Klasse, also meine jetzige Klasse, in der ich gerade bin, auf mein Hobby reagiert hat. Ja, ich habe dazu von meiner alten Klasse ein Video gedreht, das verlinke ich euch hier oben, dann könnt ihr da mal schauen. Das war halt meine 10. Klasse damals und jetzt bin ich ja in der 11. Klasse und habe eine komplett andere Klasse. Und ja, ich hoffe, euch gefällt dieses Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Meine Lieben, also ich habe von Anfang an in meiner neuen Klasse rein Tisch gemacht. Ich dachte mir, es kommt sowieso raus, da ältere Klassenkameraden von mir auch auf die gleiche Schule gehen, nur in andere Klassen. Deswegen dachte ich mir, es kommt sowieso raus, ich muss es von Anfang an sagen und habe es direkt in der zweiten Woche auch voll preisgegeben. Wir hatten dann eine Vorhabenwoche, das heißt eine ganze Woche, wo es nur um ein ganz bestimmtes Thema geht, um ein ganz bestimmtes Thema, womit wir uns dann komplett beschäftigen müssen. Und die erste Woche war Kennenlernen. Das heißt, wir haben uns erstmal in der Klasse kennengelernt und haben ein kleines Plakat über uns gemacht, was jetzt auch schon in unserer Klasse hängt. Und ich habe ein Plakat halt über mich gemacht, und zwar, dass ich gerne Longboard fahre. Das heißt, mein Longboard ist drauf, mein Name ist drauf und drei Bilder von den Kleinen sind drauf. Ich glaube, einige von euch haben das auch schon mal gesehen. Wenn nicht, blende ich euch das irgendwie, wenn ich ein Foto finde, ganz am Ende im Video rein. Damit ihr es auch mal sehen könnt, wie es denn so wirklich in meiner Klasse hängt. Jeder, der in unsere Klasse kommt, kann das sehen. Ich bin komplett offen damit umgegangen und ich habe auch komplett hingeschrieben, was das ist, also was die Babys sind. Und was sie mir halt bedeuten. So. Also meine komplette Klasse wusste von Anfang an Bescheid. Und ich habe sie jetzt in unserer WhatsApp-Klassengruppe gefragt, ja, wie sie so darauf reagiert haben und wie sie zu dem Hobby stehen. Und das würde ich euch jetzt gerne mal erzählen. Ja, also wie gesagt, habe ich halt in der Klasse gefragt. Und die erste, die mir geschrieben hat, ist ein Mädchen aus meiner Klasse. Ich würde es einmal vorlesen, das ist ein sehr langer Text. Übrigens, ich muss kurz Felix Handyhülle zeigen, ja? Also, er hat gesagt, wenn ich sein Handy benutzen soll, darf, dann soll ich seine Handyhülle zeigen. Also, die hat er ganz neu und er ist ganz, ganz stolz darauf. Sie ist schön, oder? So, also. Ich lese es einfach mal vor, okay? Na, also, ich antworte dir mal hier, weil sie hat mir privat geschrieben, die anderen haben alle in der Gruppe geschrieben, deswegen der erste Satz. Also ich fand dein Hobby anfangs ziemlich komisch, also so mit Kinderwunsch mit 16 und Babypuppen etc. Da habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden. Und wenn ich ehrlich bin, verstehe ich es auch immer noch nicht so richtig. Aber ich denke, wenn es dir gefällt und dir Spaß bringt, ist das ja deine Sache und ich habe nicht das Recht, da irgendwie doof drüber zu reden oder zu denken. Ich finde es aber richtig cool, dass du das auf YouTube machst und sogar eine relativ große Fanbase hast und dich traust, einen Channel zu haben etc. Also echt begeistert. Ich habe mit diesem Mädchen kaum was zu tun, aber ich finde es richtig, richtig cool, dass sie mir auch als erstes geschrieben hat und auch so einen riesenlangen Text geschrieben hat. Das ist echt ziemlich beeindruckend. Also du hast so gut, das, oh Gott, Entschuldigung. Also dass du so gut Videos schneiden kannst, ist echt beeindruckend. Ich denke halt jedem das seine. Also ich habe zum Beispiel bestimmt auch ein Hobby, das du nicht so gern magst. Und bei anderen ist es bestimmt auch so. Außerdem finde ich es besser, als wenn du wirklich schon ein Kind hättest, auch wenn das dann wiederum auch deine Entscheidung ist. Ja, also finde ich echt cool und diese Meinung unterstütze ich vollkommen. Ich bin immer der Meinung, jeder soll das tun, was ihn glücklich macht und das hat sie halt auch geschrieben. Ja, dann hat meine beste Freundin mir auch einen Teil geschrieben, würde ich auch sehr gerne vorlesen. Also ich würde sagen, dass es uns ja nicht be wirklich beeinflusst. Also wir bekommen ja davon auch nichts mit. Du bringst sie ja nicht mit zur Schule, also ändert sich ja auch nichts in deinem Umgang mit uns. Mir ist es egal, ich mag dich, egal was für ein Hobby du hast. Auch wenn ich persönlich nicht viel mit Kindern anfangen kann, ist es doch schön, wenn du etwas für dich gefunden hast, was dich erfüllt. Anfangs war ich ziemlich verblüfft, da kamen auch ein paar Fragen auf. Bedenken, ob dein Charakter sich vielleicht sehr von meinem unterscheidet. Ups. Aber im Endeffekt beeinflusst deine Babys unsere Freundschaft ja nicht. Ich habe dich lieben gelernt, wie du bist, und ich möchte dich nicht anders haben. Ja, also das ist meine beste Freundin. Und auch von der Antwort war ich sehr beeindruckt, weil das schon. Ich hätte auch das nicht von ihr erwartet, obwohl sie sehr offen ist in dem Thema mit mir. Also wir führen eine gute Freundschaft. Also ich habe diese Antwort von ihr erwartet, aber nicht so, wie sie geschrieben hat. Und dann würde ich jetzt den Rest nochmal vorlesen von allen gemischt aus meiner Klasse. Also in der Klassengruppe dann. Seht ihr das?
Also, unsere Meinung ist, dass es anfangs für uns ungewohnt war, weil wir das soweit noch nicht gesehen haben und gesehen haben. Vorher, wir haben es aber auch wiederum interessant gefunden und akzeptieren das. Für uns selbst wäre das kein Hobby, weil die Puppen zu sehr nach echten Babys aussehen. Das ist von zwei Leuten aus meiner Klasse, von zwei Mädchen. So, dann. Das ist voll scheiße geordnet hier. So, dann hat ein Junge aus meiner Klasse geschrieben, mit dem ich absolut gar nichts zu tun habe. Also er denkt ziemlich das Gleiche. Dass du von Anfang an damit so offen warst, fand ich gut. Und allgemein war das für mich eigentlich gar kein großes Problem. Also ich finde es bei meiner Klasse sehr gut, dass wir alle sehr erwachsen sind. Also das finde ich halt so richtig, richtig toll. Wir sind alle erwachsen, schon mal relativ erwachsen, ne? Wir sind alle schon 17, 18. Und wir verstehen das einfach, ne? Jeder soll das machen, was er will. Und das finde ich halt so gut, weil die verstehen es und jeder darf halt machen, was er will. Dann hat noch ein anderer Junge geschrieben, jedem sein Hobby, wer bin ich, dass ich mich darüber erheben dürfte, nur weil dieses Hobby ein wenig unkonventionell ist, ist es ja nicht schlechter als andere. Finde ich auch total gut. Also uns stört es nicht, wir haben es so akzeptiert, jedem das Seine. Ist auch von zwei Mädchen, mit denen ich auch absolut nichts zu tun habe. Und dann kommen noch drei Sachen. Ich schließe mich den anderen an. Ich finde es auch gut, dass du dein Ding so durchziehst und offen damit umgehst. Auch von einem Mädchen. Und jetzt kommen noch zwei Jungs, mit denen ich auch relativ wenig zu tun habe, aber die auch mir gegenüber sehr offen mit dem Thema umgehen. Also es gibt Momente in der Schule, da kommen die einfach zu mir und fragen mich irgendwas darüber. Und ich denke mir so, okay, Jungs, hä? Warum? Aber ja, sie sind halt einfach komplett offen damit. Und ich habe auch eine in der Klasse. Die ist sehr, sehr interessiert an dem Thema und es gab schon mal eine Freistunde, die ich hatte und da habe ich 40 Minuten nur mit ihr über das Thema geredet, weil sie das so interessiert hat. Ich finde das total toll. Ja, also die zwei Jungs. Ich finde das Ding ziemlich cool. Individuelle Hobbys sind generell hart cool. Also bei uns war das so, dass wir am Anfang irgendwie nicht wussten. Irgendwann haben wir es dann zusammen rausgefunden. Klar war das am Anfang schon ein bisschen ungewöhnlich, aber eigentlich ist es hier nur ein Hobby. Es ist vielleicht nicht so gewöhnlich wie Fußball oder so, aber trotzdem kann man sich echt schnell daran gewöhnen. So. Und dann haben wir noch zwei Meinungen von zwei Mädchen. Also einmal ein Mädchen, die hat einfach nur geschrieben, dass sie es genauso sieht wie die anderen. Und ein anderes Mädchen, ich sehe das genauso, aber es gab da schon ein paar Gerüchte. Aber mit der Zeit konnten wir damit umgehen und vielleicht wäre es cool gewusst zu haben, warum du dieses Hobby hast. Ja, also ich habe halt dieses Plakat offen stehen gehabt. Vielleicht hat sie es nicht gesehen oder ein paar andere haben es nicht gesehen. Ich weiß nicht. Ich habe halt nicht ein großes Referat darüber geführt. Ich habe es einfach nur aufgehängt, das Plakat. Ja, und dann noch eine Meinung. Geht mir ähnlich, ist halt ungewöhnlich und ich habe das nur über Dritte erfahren, aber letztlich ist es ein Hobby und wenn es dich glücklich macht und du darin aufgehst, freue ich mich für dich. Ja. Und das war es auch schon von den ganzen Meinungen. Aber also ich bin echt positiv überrascht, dass ich überhaupt Antworten bekomme. Also ich dachte mir, ich habe nämlich einen Kommentar bekommen. Hey, du hast doch mal ein Meinungsvideo von deiner alten Klasse gemacht. Du bist doch jetzt in einer neuen Schule, kannst du das auch mal machen? Und ich dachte mir einfach, bevor ich wieder rumlaber, ja, meine Klasse fand das voll gut und bla, sage ich euch mal konkret richtige Texte, die meine Klasse wirklich so gesagt hat. Ja, das waren jetzt originale Texte. Und mir ist einfach ganz wichtig, dass ihr vielleicht aus dem Video etwas mitnimmt. Also, dass ihr einfach ein bisschen stolzer damit umgeht. Und auch wenn ihr, also wenn ihr jetzt zum Beispiel in der 10., 11. oder 12. oder so seid, nehmt es wirklich nicht so ängstlich mit. Also, es ist einfach so, dass ab 16 sind Leute einfach erwachsener. Darunter ist es leider so, dass Menschen eventuell, ich möchte jetzt nicht alle angreifen, also es ist nur meine Meinung, weil in der 10. bei mir war es halt so, dass sie doch schon ein bisschen kindisch darauf reagiert haben und so. Aber ab der 11. habe ich jetzt sehr positive Erfahrungen gemacht. Ja, in der 11. habe ich jetzt sehr positive Erfahrungen gemacht damit. Und deswegen möchte ich euch auf jeden Fall sagen, dass ihr auf jeden Fall keine Angst haben müsst, wenn ihr schon über 16 oder so seid. Ich finde, dann reagieren eure Mitmenschen ganz anders, als wären sie jetzt zum Beispiel 13, 14, 10. Also in der unteren Klasse würde ich es vielleicht auch noch verheimlichen, habe ich ja damals selber auch. Ich habe es auch erst in den 9. erzählt oder 10. oder so habe ich es, glaube ich, erzählt. Also eigentlich, als ich angefangen habe mit YouTube. Seitdem wissen es alle. Und ja, also ich würde an eurer Stelle einfach sagen, seid immer offen damit,
weil ihr habt auch weniger Probleme. Natürlich gibt es Leute, die das total scheiße finden und euch mobben werden, aber was haben sie davon? Ihr wisst ja selber, dass ihr dadurch das Hobby nicht aufgeben wird. Das heißt, das wollen sie ja eigentlich. Sie wollen euch ja einfach nur ärgern und irgendwelche blöden Sprüche klopfen. Das bringt denen aber irgendwie nichts, weil ihr müsst einfach so stark tun, ihr müsst das einfach weitermachen, weil es ärgert die viel mehr. Ich meine, ich merke es ja selber. Ich habe mit YouTube angefangen. Die haben es relativ schnell bemerkt und ich wurde total gemobbt. Ich war das größte Mobbing-Opfer der ganzen Schule und es hat sich einfach nach einem halben Jahr komplett aufgelöst. Gar nichts mehr. Es kam wirklich gar nichts mehr. Ihr müsst da kurz einmal durch und dann werden auch die sehen, dass es euch nichts bringt. Dass es denen nichts bringt. Ja, so, genug gelabert. Ich hoffe, ich konnte euch wieder helfen und vielleicht hat es auch ein bisschen gefallen, so die konkreten Meinungen zu hören, wie alt das ist. Ja, und dann.